Guten Morgen und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und heute habe ich euch nichts zu sagen, sondern nur zu zeigen. Und zwar die Reise meines Kombuchas, wo ich das Paket erhalten habe, bis hin zu dem fertigen Kombucha. Wie er geschmeckt hat und ja, ob ihr euch inspirieren lasst, das werdet ihr jetzt alles sehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, es geht los. 2,5 Liter zum Kochen bringen Wasser. So, zweiter Schritt ist 20 Gramm Tee hier rein zu tun. Das waren 10 und da kommen nochmal 10 dran. Und das dann durchziehen zu lassen, 20 Minuten oder sowas. Und dann abkühlen. So, jetzt fülle ich die 2,5 Liter Flüssigkeit in den Glas. Ist jetzt relativ abgekühlt. Und das werde ich machen. So, jetzt schütte ich die 2,5 Liter Flüssigkeit in den Tee in das Glas, also durch das Sieb hier, damit der Tee draußen bleibt. Genau. So, jetzt werde ich in den Tee pro 1 Liter 90 Gramm Zucker, also hier in meinem Fall Rohrzucker, reinmachen. Und es fühlt mich erstmal ein bisschen schockierend, so viel Zucker reinzumachen. Allerdings löst sich der Zucker auf und wird umgewandelt durch die Pilze in wertvolle Stoffe. So zumindest in der Beschreibung. Jo, aber gesehen davon sollte mehr, die Energie wird natürlich trotzdem drin bleiben. Aber entscheidend ist ja, dass das ganze Kombucha im Endeffekt ja dann gesund sein soll. Und da tue ich natürlich gern 90 Gramm Zucker rein. So, jetzt machen wir hier diesen Pilz mit der Flüssigkeit. Das ist noch Kombucha, der sozusagen noch drin ist. Das macht man dann quasi immer selber, die Flüssigkeit. Aber der Pilz, der vermehrt sich und der kommt jetzt hier rein. Normalerweise macht man das, glaube ich, andersrum. Zuerst den Pilz rein und dann reinmachen. Aber naja, wir machen das jetzt mal so rum. Halt, wieder gefunden. So, jetzt schwupps. Genau, jetzt ist der Pilz da drinnen. Und jetzt schwimmt der. Und ja, da schwimmt jetzt oben. Und wenn der runter geht, dann geht das nach oben. Also dann wird der Pilz dann oben neu gebildet und dann kann man dann neuere Kombuchas machen. Und wenn der oben bleibt, dann bleibt er oben und dann tut er sich so ausbreiten. Also ich filme das jetzt mal, wie der jetzt aussieht. So. Und dann schauen wir mal, wie das sich jetzt mit der Zeit verändert. Auf jeden Fall, mein Kombucha ist eingesetzt. Ich freue mich. Ach so, ganz wichtig noch, man muss den, um ihn vor Insekten zu schützen, abdecken mit was Luftdurchlässigem, wie zum Beispiel Küchenrolle. Da mache ich jetzt Küchenrolle drauf und ein Gummiband. So. Und damit ist jetzt wirklich mein Kombucha angesetzt. So, weil ich so begeistert war von der ganzen Kefir-Sache, habe ich mir jetzt nochmal ein Paket zukommen lassen für ein zweites. Dann habe ich mir so richtiges, so ein Starter-Set zukommen lassen und das alles drin und dass ihr auch mal wisst, was ihr da alles dazu braucht. Und das Paket habe ich jetzt von naturalkefirdrinks.de. Ich verlinke euch das unten. Und da könnt ihr das alles bestellen. Und die haben auch noch so eine Seite, eine Partnerseite gesundheitsgeber.de. Da kriegt ihr alle Infos und dann seid ihr wirklich voll bedient. Und da ist nicht nur Kombucha, sondern da gibt es noch so Wasserkefir und mit Ingwerwurzeln was, Gingerhut und so weiter. Also richtig, richtig geil. Da kann man sich bestimmt wieder reinlesen und mit vollem Enthusiasmus hier zu Hause in seiner eigenen Brauerei quasi eigene Getränke machen. So richtig back to the roots, back to nature und ja, alles selber machen. Auf jeden Fall, ja, schauen wir mal, was in so einem Set eigentlich, was da eigentlich dazugehört, wenn man jetzt, das ist jetzt Kombucha machen will. Zum einen Tee. Für die Kombucha brauchst du halt Tee. Ich habe hier einmal China Gunpowder, Temple of Heaven und 5 O'Clock Tee. Das eine ist ein schwarzer Tee, das andere ist ein grüner Tee. Zu den Kombucha-Sachen sollte man nie einen parfümisierten oder aromatisierten Tee nehmen, sondern immer nur ganz wenig. Bei dem ersten habe ich jetzt den weißen Tee genommen und dachte jetzt hier schwarzer Tee, grüner Tee und werde ich halt ausprobieren. Werde ich euch auf dem Laufenden halten dann natürlich. Und also wie gesagt, Tee braucht ihr. Dann, ich habe nur eine von denen, da hinten steht übrigens der Wasserkefir. Und da habe ich sozusagen jetzt hier noch eine neue. Das sind direkt 2,5 Liter, weil der andere war 5 Liter. Und entsprechend dafür brauche ich ja noch genau wieder. Man braucht dann wieder so einen Teepilz. Und wie gesagt, den hat man ein Leben lang, wenn man den pflegt. Das muss man sich mal überlegen. Man zahlt dann nie wieder was.
Dann macht sich einfach seine eigenen Getränke. Also das Ding, dann den Pilz. Den Deckel braucht man eigentlich nicht, weil man... Ach, das ist auch dabei. Genau, hier. Da haben wir es doch. Ein Gummi. Der Löffel. Löffel kann man immer brauchen. Zum Umrühren, keine Ahnung. Aber das wird ja dann, wie ich euch das gezeigt habe bei dem anderen, das wird dann hier drüber gemacht, dieses Baumwolltuch oder Küchenrolle. Und dann mit einem Gummi. Und dann hat man das dann halt drin. So. Das sind also quasi alles in diesem Einsteiger-Set. Wie gesagt, ich verlinke euch die Webseite, das Einsteiger-Set, das Ganze, das könnt ihr euch da selber suchen. Ne? Also da seid ihr intelligent genug, um euch da nicht... Dann, ui, das war gerade dabei, das ist ja cool. Das ist den Tee, wenn man den dann... Oh, das passt doch total geil. Ah, ich habe hier mit so einem alten, bei meinem ersten Teeversuch, mit so einem großen Sieb gemacht. Das ist natürlich cool, wenn man das gleich dann... Genau, perfekt. Hier tut man einen Tee rein, um dass der hier reingeht. Um perfekt, perfekt. Also ja, also ich habe zwar wie gesagt ein Sieb, aber das macht dann Sinn, wenn man dann noch so ein extra Ding hat. So, und dann brauche ich aber noch eine Flasche. Genau, das ist die Flasche. Genau. Und da kommt das Kombucha dann rein. Und das ist dann das Einsteiger-Set. Zumindest das große. Es scheint da noch was drin zu sein. Ja, noch extra Flaschen, genau. Zwei Stück noch, also insgesamt drei Flaschen, genau. Die sind dann quasi jetzt nicht nur für die 2,5 Liter, sondern für den, den ich halt drüben schon angesetzt habe. So, das dürfte aber dann gewesen sein. Genau. Dann hier nochmal eine Anleitung. Gesundheitsgeber, Kombucha-Herstellung. Hier steht dann nochmal Schritt für Schritt. Noch Gutscheine für irgendwas. Mal durchlesen, aber. So, und hier ist dann halt die Anleitung, wie man das macht. Da gibt es eine kurze Anleitung und dann nochmal eine richtig ausführliche. Also da ist man echt wunderbar bedient und kann quasi alles. Das Paket fühlt sich so schwer an, als wäre da noch was drin. Das muss ich doch mal auspacken hier. Mensch, da ist doch noch was! Da ist doch noch was. Rohrzucker, natürlich. Das war mit in dem Einsteigerpaket. Der Tag der Entscheidung ist gekommen. Mein Kombucha ist jetzt seit 9 Tagen hier am Machen. Und ja, wie ihr seht, er riecht leicht säuerlich. Ich glaube, also riecht auf jeden Fall nicht unangenehm. Das heißt, erstmal schon ein gutes Gefühl. Ansonsten, wir gehen ein bisschen näher an mit der Kamera. Da hat sich jetzt so eine riesen Scheibe gebildet. Und ja, das heißt, ich könnte mit dieser Scheibe vielleicht das nächste Mal komplett die 5 Liter machen. Das heißt, die Scheibe war 2,5 Liter, jetzt ist sie größer geworden und naja, vielleicht kann ich da jetzt 5 Liter draus machen. Da kann ich halt, ja, ist einfach nur geil. Einfach nur geil, dass es geklappt hat. Nun wollen wir den ganzen Ausgang, den ganzen Auskippvorgang und so weiter alles genau beleuchten, ob das alles so funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Ich tue es mal wieder so, jetzt wieder hoch hier, an meinen Kopf. Und jetzt habe ich gedacht, ich kippe das hier aus, in einen Topf mit einem Sieb. Dann bleibt die Scheibe hier oben. Die Scheibe kann ich wegnehmen für den neuen Ansatz. Natürlich muss ich ein bisschen Flüssigkeit dann auch wieder neu in das Gefäß reintun. Aber ich tue dann vom Topf mit dem Ding hier rein und hier die Flasche befüllen. So, und ich habe es noch nie gemacht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Und ja, wir legen los. Ja. Gucken wir, ob die Scheibe überhaupt rausploppt. Vielleicht bleibt die Scheibe auch einfach drin, dann habe ich das Problem gelöst. Die Scheibe bleibt drin. Das heißt, die Scheibe ist jetzt hier drin. Der Pilz hat sich vergrößert. Ich werde trotzdem rausmachen, immer weil ich das Glas auswaschen will. Ah nee, der Pilz hat sich nicht vergrößert, sondern... Schaut mal an. Glitschi. Das hier unten war der Originalpilz, diese Scheibe. Und das hier oben hat sich jetzt gebildet. Wie geil ist das denn? Schaut euch das mal an hier. Und das verschmolzen miteinander. Eine Melange von Pilzen. Und das ist jetzt einfach der riesig geile Kombucha-Pilz. Ist das geil? Ist das geil? Das ist einfach, der hat sich voll die Scheibe hier oben gebildet. Wie geil ist das denn? Und auf jeden Fall, genau, und den wasche ich jetzt ab. Den wasche ich ab, mache wieder ein bisschen Flüssigkeit zurück. 100 Milliliter pro 2,5 Liter Gefäß.
da das jetzt so ein großer Pilz ist und das mindestens das Doppelte ist von dem, wie es war, werde ich jetzt 200 Milliliter machen auf dieses 5 Liter Gefäß und den gesamten Pilz wieder so reingeben. Geil. Und dann kann man den wahrscheinlich auch mal abschneiden und weitergeben. Das heißt, wer in der Nähe wohnt, den gebe ich dann gerne auch mal ein Stück Kombucha ab und so weiter. Oder macht's wie ich, bestellt einfach bei diesem Natural Kefir Drinks, da bekommt ihr erstmal so eine richtig saubere, ordentliche Scheibe von dem Pilz hier mit Ansatzgetränk und so weiter. Und ist auch gar nicht so teuer. Also wie gesagt, also ich kann es echt nur empfehlen, es ist richtig geil. Aber das Entscheidende ist natürlich, wie es schmeckt. Und ja, wir machen jetzt erstmal hier Ende. Und jetzt muss ich das jetzt hier reingießen. Dann hoffen wir mal, dass es klappt. Es klappt. Ui, hat fast ein bisschen viel reingemacht. So, die erste ist vollzogen. Und jetzt natürlich muss ich natürlich mein Gesicht mal ein bisschen runter machen, damit man mich sieht. Mein erster selbstgebraute Kombucha. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ah, wo tue ich denn eigentlich hinkotzen? Ach hier. Okay. So. Es schmeckt so geil. Es schmeckt so geil. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber ich kann euch sagen, das schmeckt so geil. Das ist süß, das ist leicht gärig, das ist... Es schmeckt genial. Oh, das schmeckt so geil. Das schmeckt so... Also ich muss sagen, ich bin sowas von endlos begeistert. Also mein Produkt des Jahres, würde ich fast sagen, also die Entdeckung des Jahres Kombucha, ich bin mega, mega begeistert. Ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Es ist einfach geil. Also wenn ihr meinen Geschmackssinn habt, dann ist es einfach geil. Es ist einfach mega, mega geil. Geil! Also ich kann euch sagen, der Kombucha, ich habe ihn schon ungefähr, was ist ungefähr, ich habe ihn genau 4 Leuten schon zum Testen gegeben und alle 4 Leute waren mittelschwer bis sehr begeistert. Einer hat so gesagt, dieses leicht essig-alkoholische ist nicht so seins. Ansonsten waren die Leute wirklich positiv überrascht und wie gesagt, du kannst es selber machen, du kannst ein Leben lang selber machen. Und ein kleiner Fehler im Video, also du brauchst nicht 100 Milliliter für 2,5 Liter, sondern du brauchst 250 Milliliter für 2,5 Liter Ansatz. Flüssigkeit. Das steht aber alles in der Beschreibung. Wenn ihr das da bestellt, das habt ihr nur eine komplette Anleitung noch und da ist ein Forum, wo ihr euch dann belesen könnt und so weiter. Also seht das jetzt nicht als konkrete Anleitung, weil da, wie gesagt, im Überschwang der Gefühle habe ich da ein bisschen, ja, bisschen inkorrekt gearbeitet. Ansonsten wirklich absolute Empfehlung. Es ist auch nicht ganz kostenlos, weil ihr müsst ja immer wieder den schwarzen Tee. Aber nehmt den einfachen schwarzen Tee. Ich habe jetzt nun den teuersten Tee der Welt, das ist ein weißer Tee genommen. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber da hat die Tüte irgendwie 50 Euro gekostet. Den hatte ich aber noch da. Aber da geht ganz normal auch mit schwarzem Tee oder mit grünem Tee. Die geschmacklichen Unterschiede sollen nicht so groß sein. Weil ja, es ist zum einen natürlich auch immer noch sehr süß und zum anderen auch so alkoholisch-essigmäßig. Und von daher, ja, ist der Tee jetzt nicht zu dominant, also macht euch da keine Platte und das müsst ihr natürlich dann immer dann doch noch bezahlen, also wie wenn ihr euch einen Tee machen wollt, aber Tee ist ja trotzdem relativ günstig und von daher, wie gesagt, meine absolute Empfehlung und ich bin mir relativ sicher, dass das die Cola ablösen wird bei mir und die Cola ablösen, das ist schon ein ziemlich heftiges Ding, weil Cola, auch wenn ich jetzt sag ich mal jeden Monat vielleicht so eine Flasche Cola mal gekauft habe, die Cola ab, das komplett zu lösen, das gab es jetzt noch nicht und ich glaube, der Kombucha kann das schon, weil er süß und hat auch eine gewisse anregende Wirkung. Natürlich nicht so wie Coca-Cola, das muss man sagen. Aber ja, also das wäre das Einzige, wo ich dann vielleicht noch Cola, wenn ich wirklich jetzt ultimative jetzt die Power brauche und sofort und ja, also aber das ist eigentlich so gut wie gar nicht mehr der Fall, weil aus allen stressigen Bereichen habe ich mich zurückgezogen. Also insbesondere was jetzt beruflich angeht, ja, bin ich eigentlich relativ ja, nicht mehr so, dass ich mich da jetzt konzentrieren muss und irgendwelche Zahlen bearbeiten oder Analysen machen muss oder sonst was, sondern ja, eigentlich alles relativ relaxed. Und von daher, Kombucha! Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr euch inspirieren habt lassen. Ansonsten eine tolle Woche und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Mensch, fast hätte ich es vergessen, Abnehmen-Update. Und zwar, ja, möchte ich noch was sagen. Und zwar, ich habe wieder abgenommen, wieder 200 Gramm. Also, das ist jetzt, ja, so bleibt jetzt so ungefähr. Ich habe zweimal abgenommen mit 100, 200 und 200, 500 Gramm in 3 Wochen. Aber es scheint jetzt nicht so einzupendeln. Ich bin jetzt bei 102,5, 102,6. Ich probiere aber diese Woche was.
Und zwar werde ich, ich weiß, dass es jetzt, dass ich sozusagen ganz problemlos mein Gewicht halten kann bzw. noch ein bisschen weiter abnehme. Ich möchte aber genau wissen, liegt das jetzt an dem Essen ohne Denken oder liegt das an der vermehrten Rohkost, die ich zu mir nehme, obwohl ich nicht das Gefühl habe, dass ich so viel Rohkost mehr zunehme als bevor ich die Challenge gestartet habe, aber es könnte sein. Und die Ilka, die hat damals darauf hingewiesen und ja, ich nehme das einfach mal ernst und probiere jetzt mal eine Woche wieder neben dem Essen zu lesen und YouTube zu schauen. So, und ich bin mal gespannt, ob die Woche jetzt, ob es dann plötzlich wieder nach oben geht. Ich will einfach nur mal testen, ob ich wirklich sicher sein kann, dass ich die Empfehlung auch an euch da draußen geben kann, dass Essen ohne Denken wirklich die einfachste Methode ist abzunehmen. Oder ob es doch die Rohkost ist, was nun ja nichts Neues ist, dass man mit Rohkost wahrscheinlich abnimmt. Aber ja, das möchte ich einfach mal sozusagen verifizieren und deswegen werde ich jetzt eine Woche lang wirklich versuchen, ja, wieder zu denken beim Essen. Und das ist durchaus jetzt schon wieder eine Umgewöhnung, weil das hat sich jetzt schon als Habitus in mich ja, hineingefressen, dass ich im Endeffekt wirklich mich aufs Essen konzentriere. Aber ich werde es eine Woche testen und ich werde euch dann Ende nächster Woche berichten. Und das sollte jetzt wirklich gewesen sein. Macht's gut. Tschüssi.